Ja, so liebe Leute, schöne Grüße hier aus der Subarktis. Off-Grid-Leben at its best. Zu wenig Schnee, zu falscher Schnee. In diesem Video geht es um Alternativen zu Lützerath und Orte wie Lützerath. Ja, welche Alternativen haben wir denn? Noch mehr Erneuerbare bauen, ist das eine Alternative? Die werden auch aus Fossilen gebaut. Will ich jetzt aber nicht so ganz in das Thema gehen, denn wir sollten uns gar nicht die Frage stellen müssen, können wir jetzt irgendwie rechtfertigen, die Kohle unter Lützerath rauszubaggern und zu verbrennen? Das sollten wir uns überhaupt nicht fragen, solange wir auf so einem großen Fußabdruck leben, wie wir es jetzt gerade tun. Und da hat Deutschland echt viel Buffer, also echt viel Spielraum, da was ganz anders zu machen. Also zähl mal so ein paar Sachen auf, ne, wo einfach die Energienutzung nicht dem Arterhalt dient, also wo es vorteilhaft ist und wirklich sehr möglich und absolut auch notwendig, so ganz nebenbei, was anders zu machen. Zum Beispiel, fangen wir mit dem Toaster an. 700 Watt Toaster betreibt man, also das ist ja nicht mal so ein starker Toaster, betreibt man so einen Toaster mit Muskelkraft. Hast du echt was zu tun, das schaffen nicht mal so, also vielleicht so Olympia-Athleten schaffen das vielleicht. Ne? Dann beheizen wir Schwimmbäder und Turnhallen, um im Winter mit kurzer Hose drinnen Sport zu machen. Wir beheizen 43 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Dann warme Duschen natürlich. Und dann die vielen, vielen Fahrten, egal mit was für einem Fahrzeug, wenn die nicht wirklich nötig sind, notwendend. Ja, also ich glaube, wir haben einfach noch nicht gerafft, dass wir eine richtig ernste Überlebenssituation haben. Also nicht nur Klimawandel, ja, also von vorne bis hinten. Wir können uns als Teile der Natur nicht erlauben, Fossile aus dem Boden zu nehmen. Das geht nicht. Ja, ist einfach nicht okay. Das heißt nicht okay, das ist Selbstmord. Also nicht nur irgendwie so wie Selbstmord, das ist Selbstmord. Was gibt es denn noch? Ach so, ja, natürlich, dann im Sommer Eishockey spielen wollen. Oder halt auch selbst mit der Deutschen Bundesbahn Fahrten unternehmen zum Spaß oder mit dem Elektroauto. Ja, also auch wenn wir sagen, ja, ich kriege ja grünen Strom, das ist ja Strom, der anderswo dann fehlt. Und dann jetzt mal so die ganz großen Dinger angucken, ja, bau mal so ein Kreuzfahrtschiff. Was braucht man denn da an Energie, um den Stahl herzustellen, die Dinger zu bauen, zu entsorgen, zu betreiben? Völlig nicht nötig. Und wenn ich sage nicht nötig, heißt es hilft unserer Situation nicht. Es ist nicht notwendend. Ja, nicht entschuldbar. Können wir nicht rechtfertigen. Also bei vielen Dingen kann man ja sagen, ja, jetzt zum Beispiel so dieses Telefon jetzt hier zu benutzen, so ist auch nicht wirklich nötig. Man kann ja auch ohne Telefon rum. Stimmt. Für mich ist es eine Investition. Ich sehe, okay, die Ressourcen, die Energie, die Zeit, das Geld, was ich jetzt hier verwende, um dieses Ding zu betreiben, der Strom übrigens hier zumindest von diesem Endgerät mit Muskelkraft gemacht, bin ich auch reichlich stolz drauf, auch nicht viel Arbeit. Und so Muskelkraftwerk gehört in jeden zweiten Haushalt und jeder andere zweite Haushalt gehört ausgeschaltet und ausgeschlachtet. Ist wirklich nur eine Frage der Kommunikation und eine Frage dessen, was wir als Warum verstehen. Und das Warum, das ist eigentlich sehr spannend, denn wenn wir uns das Warum klar haben, so, dann sind wir auch mit dem Wie und dem Was ganz schnell zufrieden. Ja, dann wird man nicht sagen, ja, ich muss jetzt mein Auto aufgeben, ja, oder auf mein Auto verzichten. Denkt man mal andersrum. Also wenn man jetzt sich anschaut, man baut sich, das dauert vielleicht eine Weile, ne, aber das kann man schaffen, das Leben auf Fahrradentfernung und Fahrradgeschwindigkeit umzubauen. So, dann kriegt man, was kriegt man da alles an Vorteilen? Erstmal gut, ist billiger, ist für viele ein Argument. Also Geld billiger, es gibt ja auch Planet billiger. Ne? Das ist ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Also ist Geld billiger, mit dem Fahrrad zurechtzukommen. Dann ist es gesünder, man ist viel mehr verbunden. Man trifft Leute, man kann jederzeit anhalten, man guckt sich mal was an am Wegesrand. Also viel gesünder, man hat diese Zeiten, wo man auf dem Fahrrad sitzt. Also beim Fahrradfahren kann man, da fliegen ja die Gedanken. Sowas, das geht beim Autofahren gar nicht. Ne? Da spreche ich auch aus Erfahrung. Also ich tue jetzt ja nicht so, als würde ich das nicht wissen, das Autofahren. Ne? Und ja, gesünder, billiger, einfacher, das Leben ist überschaubarer. Es hat nur Vorteile von vorne bis hinten. Für ganz, 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 ganz viele Menschen ist es auch komplett machbar. Vor allem, wenn man sich noch so einen Fahrradanhänger dran bastelt hinten. Ne? Die kann man sich auch wunderschön selber bauen. Da gibt es ganz viele Tutorials. Also bevor wir nicht 100% uns selbst in die Gemeinschaft investieren und uns mal so richtig
Low-Tech und Do-It-Yourself angucken. Ja, das sind die Dinger, mit denen andere Menschen auf diesem Planeten mit geringen Fußabdrücken eine relativ hohe Lebenserwartung haben. Ja? Genau mit Do-It-Yourself und Low-Tech und Sharing und Free Economy, das sind so Dinge, die sollten wir uns erstmal angucken, bevor wir jetzt sagen, ja, wir brauchen jetzt irgendwie noch effizientere Windkraftwerke. Kleine Mikrowindkraftanlagen, gebaut aus Fahrradteilen, nicht aus neuen fossilen, ja, sowas, das macht Sinn. Oder auch hier Solarkollektoren, warm Wasser, warme Luft machen, das macht alles richtig viel Sinn. Ja, also da gibt es Dinge, nur bevor wir jetzt sagen, ja, was machen wir jetzt hier mit Lützerath, gibt ja keine Alternative? Nee, die gibt es. Also die Alternative zu Lützerath ist, sich mal das eigene Leben angucken, vielleicht mal den Full Moon Full Stop hier, Hashtag Full Moon Full Stop mal angucken. Tutorial gibt es auch auf Deutsch. Mit solchen Werkzeugen kommt man richtig, richtig weit in relativ kurzer Zeit. Von Monat zu Monat einen maßgeschneiderten Plan für sich selbst. Ja, für die Gemeinschaft, für die Nachbarschaft, für die Familie, für die Firma, für die Schule, für das Amt, egal wo man ist. Also sehr praktische Sachen und ja, also na, die Liste ist ja echt lang von Sachen, die man einfach sein lassen kann. Ich würde gerne mal wissen, was wäre, wir sagt ja, wir haben ja unsere Grundlast, wir müssen ja unseren Grundstrombedarf decken. Was ist denn der Grundstrombedarf bitte? Ist der Grundstrombedarf, also ich meine, Strom ist ja nicht mal so eine Überlebenspriorität, das ist ja nur ein Werkzeug, ein Umweg mit sehr vielen Reibungsverlusten, genauso wie Geld. Ja, also ich fasse es nicht. Also Leben kann doch so einfach und so schön sein. Die Vorteile einer hochprozentig nachhaltigen Lebensweise, die liegen doch sowas von auf der Hand. Die Machbarkeit liegt sowas von auf der Hand. Ja, und die Notwendigkeit, wenn die dann auch noch irgendwie mit, ne, also wenn man dann sieht, ah, das ist alles Vorteil, das ist alles machbar. Oh, und ich kann auch irgendwas Notwendiges machen. Das ist doch sehr überzeugend. Ne, und das Risiko, das nicht zu tun, das ist ja echt mal viel, viel größer. Also es ist ja nicht mal mehr ein Risiko, das ist ja einfach schon ganz klar Klippesprung. Ne? Also die Liste von Dingen, die wir einfach sein lassen können an Strombedarf, ne, das fängt bei Lichtern an, Wasserkocher, Thermosflasche daneben stellen, immer nur die gleiche Menge, die Menge, die man braucht. Netflix, Computerspiele, neue Sachen kaufen. Oh, ich fasse es nicht, wie wir das einfach nicht sehen können. Und dann unterhalten wir uns darüber, ob wir uns das irgendwie doch noch erlauben können, ein bisschen irgendwie so hier ein bisschen ein paar Millionen Tonnen Kohle abbaggern. Nee, können wir uns nicht erlauben. Auch nicht als Investition, können wir nicht rechtfertigen. Das ist nicht mal mehr nur ein Sargnagel, das ist richtig Selbstmord. Ist man natürlich reingerutscht, gibt es keine Schuldigen vielleicht so, aber ne, man ist da vielleicht nicht schuldig reingerutscht, aber wenn man da nicht rausgeht, ne, also da in dieser Situation zu sein, das ist vielleicht keine Entscheidung gewesen. Da sind wir reingeboren, reinerzogen worden, aber aus dieser Situation nicht rauszugehen, also nicht Teil der Lösung zu werden, diese Entscheidung, da kann man sich schnell schuldig machen, weil das kann man selbst entscheiden. Und das ist das Schöne an dem Ding, das ist so ein Bruchteil von einer Sekunde Entscheidung. Ne? Also und das ist ja, das hat eben nur Vorteil. Also dieses ganze Narrativ, dass das mit Reduzieren zu tun hat. Ey, so ein Mumpitz. Echt, das sagen nur Leute, die es selbst nicht tun. Ne? Also alle Leute, die ich kenne, die irgendwie öko sonst wie leben, sagen alle, ach, viel mehr Zeit, viel mehr Geld habe ich zur Verfügung. Ich brauche weniger Geld, brauche ich weniger arbeiten. Kann ich mich darum kümmern, mein Essen selbst anzubauen? Ja, Da wird jetzt zu lang hier, das Video. Guckt sich ja wieder keiner an. Ne? Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf. Und ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt, und gerne, bitte, gerne, gerne weiterempfehlen, weiter teilen dieses Video. Und ja, was noch alles? Gutes Leben haben, gute Entscheidungen, gute Wege, Weisheit, viel Spaß und alles Liebe. Tschüss.